Hallo zusammen, heute bin ich in einem Naturschutzgebiet unterwegs, welches ich sehr zu schätzen gelernt habe. Ich habe kein konkretes Ziel vor Augen, es soll mal wieder ein Naturspaziergang werden. Ich möchte mich überraschen lassen, was ich vor die Linse bekomme. Das Hauptaugenmerk liegt definitiv wahrscheinlich auf der Makrofotografie. Ich werde schauen, was ich an Blumen entdecken kann. Es ist jetzt Anfang April. Mal schauen, was hier so blüht. Aber es sind natürlich auch schon viele Insekten unterwegs. Und auch da möchte ich einige Bilder machen heute. Mal sehen, was mir da so vor die Linse fliegt oder kräht, wie man in Wien sagt. Auf jeden Fall, einziges Problem, unter Anführungszeichen, was ich habe, ist, es ist sehr, sehr windig. Und das ist natürlich nicht ideal für die Makrofotografie. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Beste daraus machen, würde ich sagen. Und wir starten gleich mal mit einem Blumenfoto. Nämlich hier links unten von mir. Die Kamera ist bereits positioniert. Blüht das Fingerkraut. Eine schöne gelbe Blüte, die in, naja, ich sag mal, in kleinen Büscheln auftritt. Sprich, meistens sind mehrere Blüten nebeneinander. Und deshalb möchte ich hier ein Bild machen mit einer Dreierkonstellation aus drei Blüten. Dafür habe ich die Kamera wie immer auf dem Boden platziert, habe den Fotospot ein bisschen aufgeräumt, darunter verstehe ich störende Grashalme entfernt. Das sieht man im Display, wenn ihr das Display anmacht, seht ihr den Bildaufbau und dann ist das aufgefallen vorhin, zum Beispiel man merkt das oft mit freiem Auge gar nicht, dass hier ein störender Grashalm im Weg ist, den sieht man einfach nicht. Aber auf dem Bild, auf dem Display ist er zu sehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein störender Grashalm? Ich sehe den nicht. Und dann bin ich mit dem Finger hin und habe aufs Display geachtet und habe dann gesehen, ah, der ist direkt hinter der Blüte und aus meinem Blickwinkel von oben runter hat man den einfach nicht gesehen. Und das ist ärgerlich, wenn man den am Bild hat, den kann man im Nachhinein nicht mehr wirklich entfernen. Darum zuerst den Fotoplatz aufräumen und dann das Foto machen. Ja, nachdem ich mit einer Offenblende fotografiere von 2,8, ist die Schärfentiefe nicht sonderlich tief. Das heißt, ich muss mich auch hier wieder entscheiden, auf welche Blüte setze ich den Fokus. Ist es die rechte Blüte, ist es die mittlere oder die links hinten? Ich habe jetzt ein Foto gemacht von der mittleren Blüte scharf und von der rechten scharf. Und welches mir im Endeffekt besser gefällt, das werde ich dann verwerten, das werde ich euch zeigen. Damit der Vordergrund ein bisschen auflöst, habe ich mir da so ein Blatt geliehen und habe das vor der Kamera platziert, sodass der Boden schön weich wird. Ja, und das war's eigentlich. Ein kleines Stückchen weiter spaziert und ich sehe da etwas zartviolettes am Boden blühen. Und das ist der, hat nichts mit Patriotismus zu tun, das ist der österreichische Ehrenpreis. Und den habe ich, glaube ich, noch nie fotografiert. Und deshalb werde ich da jetzt ein Foto machen. Was sonst? Gleiches Prinzip wie vorher, Kamera auf den Boden. Ihr kennt das bereits, vor allem diejenigen, die meine Videos schon länger schauen. Die haben es, glaube ich, mittlerweile alle kapiert. Gleiches Prinzip wie beim vorherigen Foto. Mal schauen, was da rauskommt. Diesmal allerdings mache ich es so, dass ich es im Hochformat aufnehme und die Pflanze links oben in den Bildrand setze, weil der Hintergrund nicht spannend war. Jetzt schaue ich, dass der Vordergrund zumindest in der Unschärfe verschwimmt. Ist jetzt kein super schönes Foto, aber ich habe ihn zumindest dann fotografiert und wie gesagt, mir gefällt das so am besten. Links oben im Bildrand platziert der Ehrenpreis und im Hintergrund sieht man noch so einen kleinen gelben Kleckser. Das ist eine Blüte, die dort wächst und die baue ich auch noch ins Bild ein. Ich bin das erste Mal heuer mit kurzer Hose unterwegs und was mich ein bisschen nervt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gibt Schlimmeres, aber das sind etliche, unzählige Fliegen, die sich hier auf meiner nackten Haut niederlassen. Besser als Gelsen oder sonstige Stechmücken.
Nervt ein bisschen, kitzelt ein bisschen, aber die machen nichts. Aber es ist noch etwas ungewohnt für mich. Aber ich wollte einfach ein bisschen Farbe auf die Haut lassen, mal Farbe auf die Haut lassen, Sonne auf die Haut lassen, um Farbe zu generieren. So geht es richtig. Okay, weiter geht's. Ich habe da hinten was gesehen, einen sehr spannenden gelben Busch, den schauen wir uns mal genauer an. Der könnte nämlich prädestiniert für diverse Insekten sein. Das ist die Blüte der Berberitze. Und ja, ich habe mich nicht getäuscht. Es summt überall um mich herum. Und was mir sofort auffällt, sind Käfer, die einige als Plage betrachten. Ich wiederum finde sie wunderschön und sehe ich auch heuer das erste Mal. Aber die sind richtig aktiv und die fahren voll auf die Blüte der Berberitze ab. Verständlich, ist ja auch eine schöne Blüte, schmeckt sicher auch gut. Ich möchte es jetzt nicht kosten. Aber es handelt sich hier um den Rosenkäfer. Wunderschön grünlich-golden schimmernde Käfer, die ich gerne fotografiere und das werde ich jetzt auch machen. Also, los geht's! Nebst Rosenkäfer gibt es hier auch noch diverse Wildbienen zu sehen und einen Marienkäfer habe ich auch sehen können. Ich weiß nicht, ob die Bilder was geworden sind. Kurz zu meinen Kameraeinstellungen. Ich verwende das Laowa, das heißt, ich habe keinen Autofokus dabei, ich muss manuell fokussieren und nachdem es sehr windig ist, habe ich eine Verschlusszeit von, schauen wir mal, naja, eine 400stel eingestellt, ISO auf Auto, ich verwende keinen Blitz und ich habe die Reihenaufnahme ausgewählt, das heißt, um sicher zu gehen, dass zumindest ein scharfes Foto dabei ist, verwende ich dann oft die Reihenaufnahme bei sowas und knipse dann, indem ich mich langsam vor und zurück bewege. Und dann ist es meistens gegeben, dass ein Foto genau die Schärfenebene hat, die ich möchte. Die Blende habe ich in dem Fall jetzt ein bisschen geschlossen. Die habe ich nicht komplett offen, obwohl es schöner wäre, aber die Schärfentiefe aus der Entfernung ist dann so gering, dass man meistens nur den Kopf scharf hat, wenn überhaupt. Und darum habe ich jetzt hier mal eine Blende 8 ausprobiert. Es ist leider ein sehr harsches Licht, sehr harte Kontraste, es ist nicht leicht. Jetzt habe ich probiert, ein bisschen unterzubelichten. Hat mir dann aber auch nicht wirklich gefallen. Das heißt, ich habe jetzt wieder normale Belichtung und schaue einfach, dass ich da ein paar brauchbare Fotos machen kann. Aber es sind wirklich, wo man hinschaut, überall naschen die Rosenkäfer. Haha, Wahnsinn. Die Streulichtblende, die gebe ich eigentlich immer runter, wenn ich Insekten fotografiere, weil das stört. Ja? Ich muss manchmal noch näher ran und die ist dann im Weg und verscheucht Insekten. Das heißt, gebt die Streulichtblende besser runter, könnt ihr noch näher ran, weil mit diesen Makroobjektiven kommt mir wirklich extrem nah ran. Die Naheinstellgrenze ist teilweise so gering, dass das Insekt direkt vor der Linse sitzen kann. Ja? Wenn dann die Streulichtblende noch im Weg ist, dann ist das Insekt weg, bevor ihr es scharf stellen könnt.
So, weiter geht's. Keine 10 Meter weiter gegangen sehe ich direkt am Weg so kleine, ganz, ganz kleine, so fuzzi, wuzzi, muzzi kleine Schwammerl wachsen. Und Schwammerlsaison ist ja eigentlich im Herbst und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich jetzt hier im Frühling ein Schwammerlfoto machen kann. Für alle, die das Wort Schwammerl in Deutschland nicht kennen, so sagen wir Ösis zu den Pilzen. Und je kleiner ein Pilz ist, desto mehr ist es ein Schwammerl. Auf jeden Fall, das ist ganz nice hier und ich habe da im Hintergrund so ein paar gelbe Blüten platziert. Und ja, dieser vielleicht 2 cm hohe Pilz, den probiere ich jetzt schon groß in Szene zu setzen. Also Kamera auf den Boden, in den Dreck und Bildaufbau starten. Los geht's! So, ich hoffe, ihr hört mich bei diesem schönen Wind, den ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Wie gesagt, ich mag heute Makrofotografie machen. Und da ist der Wind einfach der Erzfeind und er bläst da natürlich, das ist eine Ebene hier, er bläst da durch wie nichts. Ich probiere jetzt schon, mich hinter so diversen Büschen zu verstecken und dort Blumen zu finden. Und tatsächlich, ich habe welche gefunden, nämlich die gemeine Kugelblume. Klingt komisch, ja? Ich kannte die auch nicht, ich habe sie jetzt bestimmt. Gemeine Kugelblume. Und die schauen so ein bisschen aus wie Kornblumen. Da habe ich mich da jetzt herplatziert und da wächst eine Blüte so ein bisschen schön nach links, warte mal, links ist da, ja, nach links ins Bild rein. Und mit diesem grauen Hintergrund da als Fleck, ja, wo ich die platzieren kann, kann das richtig cool wirken. Ich zeige euch mal den Bildaufbau, wie ich mir das vorstelle. Es ist im Hochformat, sage ich, es ist im Querformat. Habe ich mal erst auf meine Kamera schauen müssen, um das zu erkennen. Ich zeige euch mal den Bildaufbau hier. So, ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Ich filme hier einfach meinen Monitor ab. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, da ist ein etwas hellerer Fleck im Hintergrund. Wenn wir da mal diese Grashalme hier entfernen. So, jetzt sieht man das besser. Es ist ein hellerer Fleck im Hintergrund und da möchte ich meine Blume platzieren. So, genau, und die neigt sich da so ein bisschen links rein ins Bild. Ich glaube, ich kann wirklich richtig, richtig cool ausschauen. Ich habe da jetzt schon ein paar Aufnahmen gemacht und wie es der Zufall so will, ist just in dem Moment, als ich zurückgekommen bin zur Kamera, ich habe vorher mit euch geredet, ein Insekt auf der Blüte gelandet. Und ich habe da jetzt mit der auf Reinnahme umgeschalten. Ich habe sonst, wenn ich eine Blume fotografiere, meistens den zeitverzögerten Auslöser von 2 Sekunden drin. Habe dann schnell umgeschalten auf Reinaufnahme und habe mal losgeballert, was das Zeug hält. Die Speicherkarte ist leider nicht die schnellste. Das heißt, ich musste immer wieder warten, bis die Bilder gespeichert wurden, geladen sind. Deshalb rate ich euch, kauft euch eine, spart es da nicht, kauft euch eine schnelle Karte, die schnell speichert. Gerade bei Reinaufnahmen ist es wichtig, weil wenn die Karte zu langsam ist und die Bilder speichern muss, dann könnt ihr in dem Moment nicht auslösen. Und das habe ich jetzt gerade wieder schmerzlich feststellen dürfen, weil das Insekt oft richtig gut gesessen ist und dann ging es nicht. Also eine schnelle Speicherkarte ist mal auf der Liste, werde ich mir demnächst zulegen. Auf das habe ich früher einfach nicht geachtet. Da dachte ich mir, ja, möglichst viel Speicher und so, das passt schon. Aber auf die Schreibgeschwindigkeit habe ich nicht geschaut. Die Lesegeschwindigkeit ist mir prinzipiell relativ wurscht, weil wenn ich es rüberspiele auf dem Computer, da habe ich eh Zeit. Aber die Schreibgeschwindigkeit ist wichtig. Das heißt, hier nicht sparen. Achtet mal, vergleicht mal ein bisschen die Preise bei den Speicherkarten und schaut auf die Schreibgeschwindigkeit. Die ist gerade bei Reihenaufnahmen, wie gesagt, ganz wichtig. Aber es sind, glaube ich, trotzdem ein paar Aufnahmen gelungen. Ich habe davor das Foto einfach so gemacht mit der Blume. Und jetzt eben mit dem Insekt und mal sehen, ob das geklappt hat, ob das Insekt sich in die Schärfentiefe gesetzt hat. Ich habe dann mit einer Offenblende von 2,8 wieder fotografiert, das heißt, die Schärfentiefe ist sehr gering. Und da muss ich eben warten, bis das Insekt genau in dieser Schärfentiefe sitzt. Ich hoffe, das hat geklappt. Schauen wir uns mal die Bilder an. Oder das Bild, besser gesagt. Hier ist es.
So, ich bin jetzt noch ein bisschen herumspaziert und habe noch einige ganz brauchbare Bilder machen können, werde aber jetzt nicht zu jedem einzelnen Bild etwas erzählen. Im Prinzip ist es eh immer das Gleiche. Aber ich will euch die Bilder natürlich nicht vorenthalten und die zeige ich euch jetzt. Ja, und das soll es jetzt auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mal schauen, ob ich dann was mit Tieren mache. Aber im Moment blüht halt alles auf und das ist natürlich genau die Jahreszeit, wo man gerne Blumen- und Insektenfotos schießt. Ja, ich werde mich jetzt nach Hause begeben. Ich habe Hunger, aber war ein schöner Vormittag. Und hier hat gerade ein Schwalbenschwanz Platz genommen. Wunderschöne Schmetterlinge und ich habe die Kamera da hinten liegen. Damn! Okay, ich mache Schluss, vielleicht erwische ich ihn noch. Macht es gut. Ciao, ciao.